Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dishonored. Ich weiß, wir haben das letzte Mal wo ganz anders aufgehört, aber ich kam da einfach nicht mehr weiter. Ich habe das einfach nicht so hingekriegt und dachte mir, ich gehe mal zurück in den Hauptraum und gucke, ob ich vielleicht über die Kronleuchter zurück kann. Mein Problem war nur, dass auf einmal keine Ratten mehr da waren, um überhaupt wieder wegzukommen. Und, ja. Und dann steckte ich fest und dann war das so doof und dann bla und dann ja. Ich versuch's einfach mal, dass ich da irgendwie hinkomme. Das muss doch irgendwie gehen. Ach, guck, das geht wirklich. Oh, diese Ratten dort, das ist echt schlimm. Da oben ist auch noch irgendein Kerl. Aber ich denke mal, hier dürfte ich nicht gesehen werden. Das hätte wahrscheinlich auch geklappt, ohne die auszunocken. Der sieht mich jedenfalls nicht. Obwohl er mich eigentlich sehr gut sehen könnte. Wo muss ich denn jetzt? Muss ich dort oben hin? Ich weiß es gerade nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Konnte ich da nicht eben gerade irgendwie... Autsch! Autsch! Das tat weh, das hat nicht so gut funktioniert. Ich will da nur hoch. So, jetzt dorthin wieder. Oh, ich sollte mich vielleicht auch mal heilen. Vielleicht klappt es ja, dass ich hier hin kann. Ich muss nur aufpassen, weil da ist ja ein Kerl. Irgendeiner. Wow, und da ist noch sowas. Kommt noch dazu. Da ist ja sowas. Na super. Kann ich ihn das am besten machen? Ach, der Typ ist weiter oben, ne? Ach, das wird dort unten irgendwo. Hm, okay. Das ist auf jeden Fall ein Buch. Das kann ich schon mal lesen. Oder ihr könnt das lesen, eher gesagt. Wo komme ich denn dorthin? Wo bin ich hier? Irgendwo, wo ich glaube ich nicht sein möchte. Gemächer des Lord Regenten erforderlich. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß es echt nicht. So, ich habe eben aus Sicherheitsgründen nochmal gespeichert. Für den Fall, dass ich nicht schnell genug sein sollte. Über ganz Dunwall wurde eine Walölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Sag mal, ist das der Typ, der die Durchsagen macht, der ganz oben ist? Diese Nachricht ist eine Anordnung des Lord Regenten persönlich. Wir müssen ihm vertrauen. Ich glaube schon. Ich habe ja vorher eh gespeichert, also von daher, falls es in die Hose gehen sollte und der irgendwie einen Alarm auslöst, kann ich das ja immer noch neu laden. Och, wie weit geht das denn noch nach oben? Ah, ich bin ja schon da. Aber der Ding zeigt sogar auf ihn. Bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lord Regenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lord Regenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. Okay. Ach, mit dem konnte ich sogar sprechen. Mit dem sollte ich sogar sprechen. Nicht tödlich.
die Aufzeichnung finden. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Am liebsten würde ich ihn aber eigentlich töten, weil er ja schließlich die Kaiserin getötet hat. Da muss das dann rein. Okay, aber ich werde mal gucken. Ich werde das einfach mal machen. Vielleicht gibt es mir eine Errungenschaft. Es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Chaoswert niedrig ist. Und dann kann man mir wenigstens nicht sagen, sie sind ja doch ein Mörder. Sie töten ja alles und jeden und dies und das und jenes. Ich habe nur den Oberkommandanten getötet bisher. Also bisher, ne? Ist sonst noch hier irgendwas? Da muss ich doch auch hin können. Da will ich hin. Autsch. Au. Au, wieso habe ich mir jetzt was getan? Warte. Komme ich hier auch hoch? Nein, oh. Sah irgendwie danach aus, als könnte ich, ja. Sieht nicht danach aus. Upsa. Oh Gott, ich bin heute doof. Ich bin heute gerade mega doof. Nicht nur heute. Achso. Ich verbrauche definitiv zu viel davon. Ich habe keins mehr zum Aufladen. Also, sag mal, was ist denn gerade nur kaputt? Ich will doch nur gucken, ob ich auf die andere Seite kann. Wenn ich dort hoch kann, dann kann ich doch bestimmt auch auf die andere Seite. Das kann man mir doch nicht erzählen, dass das dann nicht ginge. Kurz wieder warten, weil ich habe nichts zum Aufladen. Ich habe keine Mana-Tränke mehr. Es tut mir leid. Dann ist das doch zu weit. Oh, come on. Jetzt übertreibt das mal. Oh Wunder, es hat mal geklappt, dass ich hierher kam. Oh Wunder, das hat ja jetzt auch geklappt. Oh nein. Dauert nicht mehr lange, bis ich wieder runterfalle, ne? Ich habe Angst. Oh, da sind wirklich welche. Oh. Hat mich nicht gesehen. Wo komme ich hierher? Hin, hin, hier hin. Bin ich denn jetzt, bitteschön? Zum Dach? Nee, zum Dach will ich nicht. Ich will noch hier unten bleiben. Toll. Wie mache ich das jetzt da? Wieso ist hier niemand auf Patrouille? Das kann ich nicht benutzen, weil das zu wenig ist. Ach, super. Der ist jetzt in meinem anderen Zimmer. Oh, und der kommt hierher. Da ist auf jeden Fall eine Karte, die ich mitnehmen kann. Und anscheinend auch ein Gebild, also Gebilde, ge ein Bild. Mit etwas Glück kann ich es rechtzeitig noch. Verdammt, 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 das wird auf. Das. Oh mein Gott! Hauptsache, der bemerkt das nicht. Oh Gott sei Dank. Ich habe mich umsonst beeilt. Jetzt kommt er erst wieder. Und wundert sich nicht, dass der Typ weg ist. Ach, der ist irgendwo anders auf Patrouille gegangen. Voller Panik. Schnell weg damit und runtergeschmissen. Hauptsache weg. Hauptsache, es fällt nicht auf. Der zündet sich jetzt auch mal wieder eine Zigarette oder Zigarre an. Hauptsache, der rennt nicht weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, den habe ich jetzt auch schon mal. Weg damit. Sicherheitshalber gucken. Nicht, dass hier plötzlich auch wieder jemand meint, auftauchen zu müssen. Ach nee, das ist was anderes. Das war gar keine Karte, die mir Geld bringt. Mich sehen? Nee, ne? Hier kann mich schon mal niemand sehen. Das ist schon mal ganz gut. Da ist aber auf jeden Fall einer.
verdammt, wie mache ich denn das Ganze? Ich weiß das echt nicht. Ich bin gerade so doof, was das angeht. Aber hier auf der Ebene scheint auch der Tresorraum zu sein, ne? Vielleicht ist er ja genau dort in diesem Raum drin, ne? Wo ich schon, also bei diesem Balkon, wo ich kläglich runtergefallen bin und so. Warte, da, jetzt lande ich da drauf. Ach, erstmal warten. Na komm. Ja, 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 komm, jetzt da. Wer ist da? Puh, das ist der Lordregent. Niemand? Vermutlich nur der Wind. Du hast mich direkt angeguckt und hast mich nicht gesehen? Was? Wenn jemand sich so meldet, warum meldet er sich dann nicht? Es sei denn, es hat damit zu tun. Er hat das. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht nochmal hierher, weil ich will gerne den Tresor knacken, ne? Also der läuft da jetzt die ganze Zeit herum. Toll. Super. Ich kann mich hier nicht großartig verstecken auf dem Balkon. Ich hoffe, dass ich mich da drin irgendwo verstecken kann. Oh nein, der kommt hierher, der kommt hierher. Oder doch nicht? Ich will jetzt halt auch nicht ausschalten. Selbst wenn ich ihn jetzt bewusstlos machen würde. Ich glaube, ich habe nicht viel Zeit, bevor die Wachen reinkommen, oder? Sind da hier überhaupt irgendwelche Wachen? Ich glaube, das fällt schon auf. Er hat doch bestimmt irgendeine Absicherung. Das ist doch nicht so einfach, den jetzt hier so auszunocken. Glaube ich nicht. Jetzt? Ah, guck, da kommt eine Wache rein. General Tobias, haben Sie Neues über die maskierten Verbrecher, unseren Attentäter? Unsere besten Spionen sind dran. Identität ist noch unbekannt. Den Gerüchten nach ist er ein Hexer. Er versteckt sich hinter einer Maske und täuscht schwache Geister mit Taschenspielertricks. Natürlich, Sir. Vertrauen Sie mir, wir finden ihn. Das will ich hoffen, General. Lassen Sie mich allein. Ja, Lord Regent. So, jetzt haut die Wache wieder ab. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Kommt er jetzt wieder hierher? Der Attentäter? Schütteln Sie mich ab auf dem Weg zum Dach. Was war da? Neun. Wachen, zu mir! Feuer! Nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Warum treffe ich dich nicht? Jetzt ernsthaft. Toll, jetzt ist er abgehauen. Hab ich super gemacht, ne? So, was war das? Neun. Neun. Drei. Oh nein, jetzt habe ich zu weit gemacht. Drei. Fünf. Kaiserlicher Meisterspion, bla bla bla. Das kann ich mitnehmen. Ist das jetzt überhaupt nicht aufgefallen? Toll, super. Da war wirklich nur ein einziger. Ein einziger. Ich höre was. Ah, ich hoffe, das geht jetzt trotzdem noch. Hier ist sonst einfach keiner mehr gewesen. Hätte ich eigentlich auch hier durchgekonnt, weil das ist ja die andere Seite. Oder wäre ich verbrannt worden? Wahrscheinlich bin ich verbrannt worden. Gott, er ist aber auch sehr, sehr schön hingelegt.
Mann. Verdammt, aber wie kann man sich dann da verstecken? Hier hätte ich mich vielleicht verstecken sollen. Wie konnte er mich so sehen? Da hat er noch nicht mal meine Richtung geguckt. Der hat mich vorhin direkt angeguckt und hat mich nicht gesehen. Ich muss auf jeden Fall zum Dach, eigentlich. Aber, ja. Ich habe ja einen anderen Plan. Einen dezent anderen Plan. Warte, kann ich hier irgendwie mal rüber... Oh, stimmt, ich habe ja ein Dings wieder gefunden gehabt. Oh, ich habe das so gut gemacht. Toll. Ich hoffe, es zählt trotzdem noch. Ohne Probleme. Ohne möglichen Probleme. Ich habe vorhin noch gespeichert, aber kurz bevor er mich entdeckt, das ist das Problem. Entweder habe ich Glück und es gibt ein Autospeichern. Aber mal gucken. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage im Schmutz und Sucht verbringen, Obdachlosen ohne Arbeit um Geld bettelnd, für das unsereins hart schuften muss. Und der Plan war einfach. Die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfang. Was macht ihr das? Ich befehle Doch euch die Ratten entwickelten ein eigenes Leben, versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krank. Sie haben fast die Stadt zerstört. Krankelte Welt macht es wieder gut. Heiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ich wusste, die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen und selbst die Macht zu übernehmen. Lol, er wurde schon abgeführt. Sie musste einfach sterben. Eine Kaiserin zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Aber mit beschränkter Macht angehen. Quarantäne. Aber es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht. Oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert. Er wäre aufgegangen. Jeder die Befehle befolgt hätte. Tja. Jetzt ist der gearscht und wir können abhauen, aber ich werde hier einen Schnitt setzen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.